Ja, ey, früher mit D-Mark, ne? Da hab ich immer bezahlt. Aber mit diesen Euros, ne? Da kommt ich echt nicht klar. Test, Test. 1, 2 und los. Eine Frage. 100 Euro sind 200 Mark. Ja, im Kopf rechnen bin ich schwach. Wie viel Mark sind dann demnächst 100 Pfennig? Oh, Moment mal, 100 Pfennig sind 50. Die Hälfte. Also 50 Mark dann. 100 Mark sind 50 Mark? Nein, 100 Pfennig sind demnächst dann wie viel Mark? 5 Mark oder so. Nee, 50. Hallo, konnte ich Sie mal eine kurze Frage stellen? Hatten Sie noch D-Mark in dein Portemonnaie oder hast du schon Euro in Ihrem Geld? Ach, schon lange. Ja. Was ja? Ja, was, wie, was ja? Ja, wie, was ja, wo? Ich hab schon ja. Euro, ich hab Euro. Alter, ja und? Und was und? Ja, wie? Ja, wie nicht? Ja, was ja war. Ja, hey, stell mal eine Frage, ey. Ja, stell mal. Du hältst mich hier an und willst irgendwas von mich? Halt dich an, willst du mich verarschen? Oder? Auf dem deutschen Euro ist ja hinten ein Adler drauf. Weiß ich nicht. Auf dem französischen ist ja ein Baguette. Was ist auf dem australischen Euro hinten drauf? Hab ich noch nie im Leben gesehen, ich weiß es nicht. Ich wollte von Sie wissen. Ja. Von Sie, von mir, meinen Sie, ja. Von mir wollte ich nichts wissen, von Sie. Von mich, dann bräuchte ich Sie ja nicht anquatschen. Von Ihnen, also von mir. Von Ihnen. Ja. Wie viel Mark sind demnächst dann 100 Pfennig? 100 Pfennig, das ist, genau. Was? 1 Euro. 100 Pfennig ist 50 Cent, ne? Wo hatten Sie Mathematik gelernt? Ich weiß es nicht, in der Schule irgendwann. In der Baumschule aber, ne, oder? Oi. Sag mal, hast du irgendwelche Krankheiten, Baby? Entschuldigung, konnte ich Sie mal eine Frage stellen, ganz kurz. Es geht um den Euro. Ja, danke.